Geht hinter mir in Deckung. Eieiei. Gut, da haben wir natürlich jetzt Lack gehabt. Okay, wir benutzen das. Ups, Coldblatt diesmal. Der hätte letzte Runde schon benutzen sollen. Nächste Runde wird wahrscheinlich eh der Lua-Tap gespielt werden. Von daher passt das. Ah, ich geb die Hit. Da habe ich mein Feld natürlich voll. Sieht ja nicht so aus, als ob an die ich kommen könnte. Sonst wäre der Bussard wohl nicht gekommen. Also muss ich da jetzt nicht so viel Angst vor haben. Sieht ganz gut aus für mich. Ich frage mich, ob... Ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Ich denke, bei 7 Mana können wir den Arcane Golem ohne weiteres spielen. Und dann spielen wir den hier zum Damage pushen. So viel Damage fehlt jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass ich irgendwas bekomme, was Damage macht und mit Ausweiden Combo beißt. Das ist quasi schon mal ein Plank. Die beiden bewirken nichts. Sie werden nicht wissen, wie Nachtklinge auf Dex, dann sollte es eigentlich vorbei sein. Schätze ich. Man sieht auch, das eine Mana hat ihm jetzt gar nichts gebracht in der Situation. Hey und tschüss. Das reicht dann auf jeden Fall. Das war dann die erste Runde. Falls irgendwie jemand gegen ein spezielles Deck spielen möchte, soll er das auch am besten nochmal sagen. Wobei ich aktuell eigentlich nur Zoo, den Hunter und den Backspace und eventuell den Krieger noch. Also die Decks sind quasi noch zu gebrauchen. Eine Runde machen wir noch gegen den Luca und dann kommt der nächste. Und los geht's. Rexar gegen Valera. Seid auf der Hut. Lass die Jagd beginnen. Ich spiele mal eine Runde Hunter. Das wird ein bisschen schwieriger, denke ich. Ich werde in letzter Zeit öfter gefragt, wie es aussieht, wie man halt gegen mich spielen kann. Es ist halt immer so ein bisschen... Im Prinzip ist es einfach so, wenn ich da bin, dann einfach mal fragen. Dann sage ich schon, ob ich Zeit habe, Lust habe, wie auch immer. Ich habe es halt immer so ein bisschen schwierig mit Zeiten rausgeben und alles, weil ich nie weiß, wie ich jetzt da bin. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Hätte ich den letzte Runde schon gehabt, hätte ich den auf jeden Fall gespielt. Das Schwein bringt halt nichts, weil es letztendlich gegen den Dagger stirbt und keinen Nutzen dann für mich hat. Deswegen habe ich das Schwein nicht gespielt.
Hey Nils, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Schweinchen, das ist ganz gut. Machen wir schön viel Damage. Wozu war das denn gut? Da musste er sich, glaube ich, verklickt haben. Ich denke, er wollte ein Ausweiten spielen. Vermute ich mal. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt kommt's Ausweiten. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Falsch geklickt. Passiert. Wir haben es ja vorhin gesehen. Beim guten Thaddeus. Einfach mal den Falschen geswiped. Oh Mann. Ja gut, wenn du jetzt in das Schwein rein angreifst, ist das Spiel halt schon gelaufen. Die Bestie haben wir bekommen. Nicht so schlecht. Aber letztendlich jetzt auch nicht zu gebrauchen irgendwo. Es ist halt ziemlich unwahrscheinlich, dass du mich in 3 Zügen töten wirst. In den 3 Zügen bist du auf jeden Fall tot. Dank dem Schießen. So, 2 Runden hast du noch. Ich frage mich, ob... Dass wir hier mal das Overlay noch reinmachen, wenn ich es eh schon da habe. So kurz zwischendurch. Mal eben schnell. Ja, das war's dann wohl. Entweder du heilst dich oder du bist tot. Ich frage mich, ob... Der Frostwolf-Clan ist bereit. Das war's dann wohl. Der nächste jetzt.
Sind sie alle hier am Spielen, oder wie? Der Hulk wollte auf jeden Fall auch. Den kann ich gerade herausfordern. Machen wir das doch. Machen wir erstmal eine Runde mit dem Schurken, denke ich. Ach, das will noch nicht ganz so, wie ich das will. Das andere Overlay. So, geht's so. Valera gegen Gul'dan. Eure Seelen wird mir gehören. Seid auf der Hut. Bin ich ja mal gespannt. Den Klingenwirbel behalte ich mal. Es könnte ja ein Zoolog sein. Gehe aber eher von einem Handlock momentan aus. Wenn es ein Handlock ist, haben wir relativ okaye Chancen, weil wir die Klappin und Coldblatt haben. Die brauchen wir beide. Das Licht beschützt mich. Ich denke, wir behalten Coldblatt noch mal kurz. Nicht, dass jetzt irgendwie schon eine Eule oder sowas kommt. Zwei Drop wäre besser gewesen, aber naja. Vielleicht noch ein Drop oder sowas. Los geht's. Ich vermute, das ist auf jeden Fall ein Handlock. Ich muss sagen, Ausweiden ist mit einer der coolsten goldenen Karten, finde ich. Von der Animation her, mit dem Blut und allem. Leroy finde ich dafür zum Beispiel ein bisschen langweilig. Alles in allem. Spielen so den aus, einfach um Damage machen zu können. Los geht's. Wir sind jetzt schon auf 16, wir haben Leroy schon auf der Hand. Sieht schon nicht so gut aus. Für den armen Hulk. Schilde hoch! Schrott. Okay. Was ist denn verloren gegangen? Ich habe gar nicht... Ah, Lord Diraxus. Okay. Lord Diraxus hat das Zeitliche gesegnet. Ich kämpfe. Ich wollte ganz gerne die 6 Schaden jetzt noch durchbringen, bevor der nächste Spotter kommt. Und es ist halt sehr wahrscheinlich, dass wir die 4 Schaden, die wir jetzt noch brauchen, durch ein Ausweiden oder durch einen guten Klingenwirbel mit Deadly Poison, irgend sowas halt zusammenziehen. Mein Schild für Argus! Und sonst wären wir nämlich nicht mehr durchgekommen, wie wir jetzt sehen. Das ist nicht so einfach. Da haben wir die Karte auch schon, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur die Möglichkeit, den ganzen Spaß zu bekommen. Nächste Runde können wir es einfach mit Leroy komboen. Das heißt, Hulk müsste sich jetzt heilen. Oder ist es vorbei? Zack. Zack, zack. Das war's dann.